hören, könnt gerne mal in die Kommentare eine 1 schreiben, wenn ihr mich hört und seht, und eine 2, wenn ihr mich noch nicht hört und auch noch nicht seht. Kurz die Technik noch mal anmachen. Okay. Eine Sekunde. So. Jetzt müsstet ihr mich einmal hören und einmal sehen. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ah, sehr gut. Ich sehe schon die ersten Einsen reinkommen. Das freut mich sehr. Sehr gut. Scheint zu klappen. Dann erstmal willkommen bei uns im Livestream auf Reiderland. Ich stehe gerade direkt vom Hof und wir haben uns überlegt, heute holen wir euch ein bisschen ab und zeigen euch ein paar Neuigkeiten auf dem Hof, zeigen euch auch, wie es im Garten aussieht. Also ich werde einmal am Anfang eine kleine Tour machen, auch mal gucken, wo David gerade dran werkelt. Und dann setzen wir uns nochmal mit euch hin und beantworten auch eure Fragen. Also, ich würde sagen, los geht's. Lass uns mal David suchen gehen. Wo auch immer der gerade rumschwirrt. Ah ja, ich glaube, ich weiß auch schon, wo er ist. Ich höre auch schon gerade ein Geräusch. Da ist gerade David. Ich drehe mal kurz meine Kamera. Jetzt sieht er euch auch. Ja, wir sind gerade mitten hier am Schleifen von diesem alten Pferdeanhänger. Und ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst schon, was wir daraus machen wollen. Würde mich sehr interessieren. Habt ihr schon irgendwelche Ideen, was wir aus diesem Pferdeanhänger da hinten raus machen wollen? Okay, ich habe jetzt schon einen Kommentar. Ein Kino? Nein, ein Kino ist es nicht. Es hat etwas mit Lebewesen zu tun. Ah ja, da kommen schon die richtigen Antworten. Ein Hühnerstall, genau richtig. Wir arbeiten gerade an einem Hühnerstall für unsere Hühner, dass die noch mehr Platz haben. Jetzt gerade sind die bei uns im Holzschuppen. Wir können den Hühnern auch mal kurz Hallo sagen. Cool, dass ihr alle sogar aus Bayern mit dran teilnehmt. Das freut mich sehr. Ich zeige euch gleich mal unsere Hühner. Ja, die kommen auch schon. Na, ihr Süßen, jetzt seid ihr auch live. Einmal im Livestream. Ja, unsere Hühner sind ziemlich zutraulich und laufen aktuell nicht weg. Eins von den Hühnern, vielleicht ist es euch aufgefallen, wir haben ja aktuell 6 Hühner. Und eins von den Hühnern war jetzt gerade beim Tierarzt. Es hatte einen Legedarmvorfall. Vielleicht kennt ihr sowas. Also gerade Leute, die schon mal Hühner hatten, ist nicht schön. Da ist eben ein Teil vom Darm, hängt hinten raus, der Legedarm. Und das passiert oft bei Hybridhühnern. Und unsere Hühner haben wir ja damals adoptiert, sind jetzt auch schon so um die 3,5, 4 Jahre alt. Und normalerweise leben halt Hybridhühner gar nicht so lange. Die werden halt normalerweise nach einem Jahr auch schon geschlachtet, sind halt nur auf Leistung getrimmt. Und ja, da kommen halt dann nach ein paar Jahren die ganzen Wehwehchen und Krankheiten, die das so mit sich bringt, solche Züchtung. Und ja, so hatten wir jetzt eben auch den Zwischenfall. Wir haben das Huhn aktuell bei uns in die Waschküche reingenommen und das ist jetzt im Dunkeln, hat von der Tierärztin auch Antibiotika bekommen. Das heißt, wir dürfen die Eier natürlich so lange auch nicht essen. Und am besten ist es eben auch, wenn das Huhn dann keine Eier mehr legt, sodass der Legedarm halt Schritt für Schritt wieder reinkommt. Genau, ich sehe schon mal, boah, Grüße aus dem Allgäu. Grüße in Allgäu zurück. Ich habe mir überlegt, ich zeige euch jetzt nochmal unsere Jungpflanzenanzucht. Dazu gehen wir einmal rein. Müsst ihr für alles ein Gewerbe anmelden? Nee, aktuell müssen wir noch kein Gewerbe anmelden, weil wir noch gar nicht so groß sind. Und Gott sei Dank müssen wir natürlich schon, also wenn wir Einnahmen haben, zum Beispiel aus dem Hofladen, sagen wir das natürlich schon dem Finanzamt weiter. Genau, hier ist unser kleines Huhn. Das ist unser Pflegekind. Es ist aktuell für heute hier in dieser Box drin.
Und der Sinn davon ist, dass es halt möglichst dunkel ist, dass wir es schön sauber halten. Und täglich cremen wir das ein mit so einer Creme. Zeige ich euch auch mal. Hat uns die Tierärztin mitgegeben. Die heißt so, Manukalind. Und das ist so eine Art Honigsalbe. Und damit wird dann immer die Kloake eingeschmiert. Die Federn sind natürlich auch einmal abgeschnitten. Und wir haben sie natürlich auch von den anderen Hühnern isoliert, damit die anderen Hühner ihr nicht hinten auf die Haut rumpicken. Das ist ganz wichtig. Und dass sie hier zur Ruhe kommt und nicht auf die Idee kommt, weitere Eier zu legen. So, ich nehme euch jetzt nochmal mit. Wow, wir sind schon 63 Leute. Richtig cool. Ja, hier sind wir in unserem Heizungsraum. Den habt ihr vielleicht auch schon mal in dem ein oder anderen Video gesehen. So sieht der hier aus. Hier ist praktisch die ganze Technik drin und es ist hier ziemlich warm. Und hier haben wir unsere Keimungsanlage. Also hier seht ihr die ganzen Jungpflanzen. Ich hoffe, ihr seht die ganz gut. Hier einmal und auch auf der anderen Seite. Da sind noch mehr. Und da unten kommt auch schon einiges. Und der Grund, warum wir das hier im Heizungsraum haben, weil es natürlich der wärmste Raum im ganzen Haus ist und das Saatgut hier einfach am besten dann keimen kann. Könnt ihr gerne mal schreiben, was ihr schon mal alles vorgezogen habt. Ob ihr auch gerade schon mitten in der Jungpflanzenanzucht seid wie wir, das ist auch ganz schön viel. Oder ob ihr sagt, dieses Jahr macht ihr einen entspannten, ist auch gut und kauft euch euer Gemüse aus dem Supermarkt oder bezieht das woanders her. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon was anzüchtet und was es ist. Ja, okay, ich kriege jetzt hier schon die ersten Nachrichten. Gabi, ihr seid auch schon mittendrin. Sehr gut. Okay, wow. Tomaten sind wir auch fleißig dabei. Zeige ich mal unsere Sorten, die wir angepflanzt haben. Wir haben einmal so ein Amethyst Jewel, eine ganz neue Tomatensorte für uns, haben wir davor auch noch nicht gehabt. Etwas, worauf wir auch stolz sind, ist natürlich unsere Ochsenherztomaten. Die haben wir letztes Jahr mal probiert und die sind super. Oh ja, sehr gut, ihr seid auch schon mit Auberginen dran. Die haben wir auch gerade letztens drauf gepackt. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben die Ochsenherztomaten vom Rigotti mal eingepflanzt und probieren das dieses Jahr auch mal aus mit den Rigotti-Ochsenherztomaten. Kohlrabi, ja, sehr gut, haben wir hier auch. Zeigen wir euch gleich mal. Im Kohlrabi haben wir verschiedene Sorten. Wir haben einmal Kohlrabi Delikatesse Weiß und Kohlrabi Rosco. Den haben wir noch. Und ich glaube, noch eine dritte Sorte haben wir auch noch, das ist die Milan Purple. Kennen wir alles noch nicht, haben wir davor noch gar nicht angebaut. Bin ich sehr gespannt. Oh, Katja, eure Knollensellerie. Sehr cool. Haben wir auch. Die ist, glaube ich, schon im nächsten Raum. Da laufe ich jetzt auch nochmal mit euch hin. Also aus dem Heizungsraum raus. Hier unten ist auch schon Sharon. Sharon ist gerade unsere Ruferin. Kommt aus Süddeutschland. Woher kommst du, Sharon, genau? Noch südlicher als Freiburg. Noch südlicher als Freiburg. Hui. Ganz schön weit. Ja. Ganz schön weit. Ja. Am anderen Ende von Deutschland. Ja, am anderen Ende von Deutschland. Genau. Sharon ist noch 2 Wochen ungefähr bei uns und hilft uns gerade, gerade bei der Jungpflanzenanzucht. Da ist echt viel zu tun. Diejenigen von euch, die auch gerade drin sind, genau, wir haben hier gerade, sind wir dabei, unsere Tomaten. Das sind unsere Januar-Tomaten. Das ist eine ganz frühe Tomatensorte. Und die sind wir gerade dabei, schon mal umzutopfen in so größere Töpfe. Hier seht ihr die. So sehen die aus. Und die kommen von unseren Quickpot-Platten eben einmal rüber. Genau. Was haben wir hier sonst noch so Schönes, was ich euch zeigen kann? Kurz den Bildschirm drehen. Hier haben wir einmal Kurkuma dieses Jahr. Haben wir davor auch noch nicht gehabt. Da seht ihr schon mal die ersten Blätter. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und ein bisschen Ingwer. Mal gucken, ob der kommt. Haben wir davor noch nicht probiert. Und hier haben wir noch eine Sorte Blumenkohl, die Sicilia Violetta. Die probieren wir. Ja, da hinten ist unser Lauch, den ihr seht. Hier kommt schon ein bisschen Chili. Und hier sind noch mehr Tomatenpflanzen.
Die haben wir eben einmal schon mal umgepflanzt. Und da hinten geht es dann weiter. Hier seht ihr einmal unsere ganzen Physalis. Da haben wir letztes Jahr gelernt, dass wir die am besten nicht direkt ins Beet reinpflanzen, weil die bilden Rhizome. Und das war ein richtiger Akt, die alle wieder rauszukommen, kriegen. Das heißt, die werden wir in so Betonkübel reinpflanzen. Ja, und hier sind auch schon einige Chili-Pflanzen. Wir haben da unsere eigenen Chilis vom letzten Jahr einfach das Saatgut genommen, haben aber auch eben solche roten Jalapenos, die wir mal ausprobieren. Ja, und da hinten ist auch noch eine Neuigkeit. Das ist eine Chayote, sieht man hier. Das ist also eine Rankpflanze, die ist hier schon fleißig am Ranken. Die müssen wir demnächst dann auch mal mehr, ein größeres Rankgerüst geben. Ja, so sieht es hier aus. Hier sind auch schon mal die Bohnen. Da sind wir fleißig dran. Und vielleicht noch einen kurzen Tipp. Wir haben uns das eigentlich ganz gut aufgeteilt dieses Jahr. Wir haben alle zwei Wochen sind wir eben dran, unser Saatgut zu sortieren. Und haben praktisch für jeden Monat so das vorsortiert, sodass wir genau wissen, in welchem Zeitraum wir was auf die Erde setzen. Hier ist zum Beispiel der April. Da ist schon ein bisschen was an Kürbis dran. Katja, was macht man mit der Rankpflanze? Essen? Ja, genau, Chayoten kann man essen. Die haben wohl einen sehr großen Ertrag auch. Und kann man draußen pflanzen. Bei unseren Bohnentunneln zum Beispiel kann man die pflanzen. Und ja, sollen super Ertrag haben. Und die sollen so ein bisschen schmecken wie so eine Gurken-Apfelmischung, wurde mir mal gesagt. Also ja, haben wir davor noch nicht gemacht. Und sind auch sehr gespannt, wie das wird. Genau, was kann ich euch noch zeigen? Wir haben noch einen kleinen neuen Bereich gemacht im Garten. Da haben wir noch ein paar mehr Beete angelegt. Die sehen aktuell noch so aus. Hallo Sepp, schön, dass du mit dabei bist. Genau, hier seht ihr schon unsere Beete. Und hier ist auch schon eine der ersten Kulturen, die wir eingepflanzt haben. Das sind die Zwiebeln, Stuttgarter Riesen. Gerne, Katja, gerne für den Tipp. Hier sind unsere Zuckererbsen. Unsere Obstbäume haben wir noch nicht angepflanzt. Wir haben welche bestellt, aber die sind noch nicht angekommen. Hier haben wir auch die Schwarzwurzeln und schon den Spinat Matador eingepflanzt. Und im nächsten Beet haben wir einmal die Möhre Rodelica. Und im nächsten Beet sind es die Möhre Pfälzer Gelbe und zwei Radieschensorten. Einmal die Eiszapfen und die Sachser. Ja, und wir haben uns auch ein neues Schildsystem ausgedacht. Die letzten Schilder, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, das waren so ganz kleine Pappschilder, die sind sofort verrottet. Und diesmal haben wir uns gesagt, okay, machen wir einfach normale Holzschilder, haben die einmal zugeschnitten, einmal alles abgeflammt und stecken die dann in den Boden und schauen mal, wie lange die hier halten. Hoffentlich länger als die letzten. Ja, ansonsten laufe ich mit euch nochmal rüber zum Knoblauch. Diejenigen von euch, die das letzte YouTube-Video gesehen haben, die wissen auch, der Knoblauch ist schon fleißig dabei zu kommen bei uns. Habt ihr auch schon Knoblauch eingepflanzt eigentlich? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, oder ob wir die Einzigen sind. Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Voll cool, dass wir jetzt schon 82 Leute sind. Sehr cool. Wir haben auch gutes Wetter mitgebracht. So. Jetzt stehen wir beim alten Kartoffelacker. Letztes Jahr waren hier ganz viele Kartoffeln drin. Und dieses Jahr sind da ganz viele Knoblauchsorten drin. Der ist jetzt schon richtig groß. Steht hier auch ganz gut schon in den Reihen. Und dahinter haben wir auch noch mehr Zwiebeln eingepflanzt. Die sieht man, glaube ich, noch nicht rauskommen. Habe ich jedenfalls noch nicht entdeckt. Hier kommt nur Giersch raus. Den müssen wir natürlich wieder rausnehmen. Ah doch, wir haben Glück. Das sieht nach einer Zwiebel aus. Das ist doch super. Das freut mich gerade. Sehr gut. Das heißt, die ersten Zwiebeln kommen auch schon raus. So sieht das gerade hier aus.
Ja, was kann ich euch noch zeigen, wo wir gerade dran werkeln? Ich darf auch nicht zu viel verraten, weil wir sind natürlich auch wieder ein paar geheimen Projekten dran, die ihr natürlich dann erst sehen könnt, wenn wir schon ziemlich weit fertig sind. Liebe Grüße noch aus dem in den Allgäu zu Nora. Freut uns. Hier ist schon mal das Blumenbeet. Da haben wir eine Mulchschicht draufgepackt, bisschen gedüngt mit Pferdemist. Und hier kommen dann die Blumen im April rein. Ja, und wir sind auch jetzt schon dran, unsere Kräuter vorzubereiten. Das haben wir auch jetzt in den letzten Wochen gemacht. Hier haben wir einmal eine Minze eingepflanzt. Da seht ihr sie schon. Und noch mehr Schnittlauch. Hier kommt der Schnittlauch auch schon ganz gut raus. Giersch bitte ernten. Okay, Michaela. Schön, dass du dabei bist. Michaela ist eins unserer Hofgemeinschaftsmitglieder. Genau. Und hier haben wir noch einen Thymian eingepflanzt. Und da hinten noch ein Salbei. Und hier seht ihr diese alten Schilder, von denen ich eben erzählt habe. Die sind halt komplett verrottet. So aus dem letzten Jahr haben wir die geholt. Und der Holzstiel, der ist halt sehr dünn und das verrottet super schnell. Also da haben wir jetzt ein bisschen aufgerüstet. Und was wir auch ganz neu gemacht haben, ist diesen Bereich. Den kennt ihr jetzt so noch nicht. Wir haben hier einmal alles abgekerchert, wieder schön gemacht und haben hier eine Lichterkette aufgehängt, die nur mit dem PV-Modul da gespeist wird, sodass das halt abends auch noch ganz schön ist. Ja, es wächst und gedeiht, aber dahinter steckt natürlich auch viel Arbeit. Das wollen wir euch gar nicht verhehlen. Das ist so bei so einem Projekt. Deswegen ist David auch noch mitten am Werkeln und ist jetzt gerade mittendrin, eben den Hühnerstall nochmal schön zu machen und ja, aufzuräumen für den ganzen Sommer und Frühling. Leider ist dieses Jahr kein Selbstversorger wegen Umzug. Ja, das ist auch, Umzug ist auch Prio 1. Garten anlegen kann man dann auch später noch machen. Uns ist auch wichtig, dass wir mit unserem Kanal auch niemanden irgendwie einen Druck machen. Also ihr müsst nicht das Gleiche machen. Es gibt auch andere Wege. Und wie gesagt, noch funktioniert ja auch noch alles mit den Supermärkten. Und jeder in seinem eigenen Tempo. Und ja, da müssen wir auch immer drauf achten, dass wir uns nicht zu viel zumuten. Weil das geht natürlich schnell bei so einem Hof. Da will man überall gleichzeitig vorankommen. Aber ihr sollt da gar keinen Druck von uns verspüren, sondern ihr macht einfach euer Ding. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr da seid. So, ich bin jetzt nochmal beim alten Gewächshaus angekommen. Das ist wirklich schon ziemlich alt. Wir haben es auch schon ein paar Mal gepflegt, wie ihr hier seht. Rostet auch schon ein bisschen. Da nehme ich euch nochmal mit und zeige euch, wie es hier drinnen aussieht. Hier wächst nämlich auch schon der erste Salat. So sieht das aus. Das ist einmal der Winterkopfsalat Bacchieu. Den haben wir hier einmal reingepflanzt. Vor ein paar Wochen haben wir auch von Samen auf groß gezogen. Das haben wir tatsächlich dieses Jahr bislang nur von Samenkorn aus gemacht. Wir haben noch keine einzige Jungpflanze so gekauft. Das ist für uns auch neu. Letztes Jahr hatten wir ein, zwei Kohlsorten, die haben wir noch dazu bekommen. Und dieses Jahr haben wir uns mal überlegt, probieren wir mal, wie weit wir kommen, nur das Saatgut eben zu holen. Ja, und heißt aber natürlich dann auch wieder mehr Arbeit. Sehr gut. Ja, nicht schlecht, Stefanie. Du bist auch schon gut dabei. Ich dachte, ich laufe jetzt noch einmal mit euch zum kleinen Hofladen. Der ist aktuell noch nicht ganz so voll, weil wir eben gerade erst starten mit dem Gemüseanbau. Und zeige ich Ihnen nochmal. Wir haben jetzt hier erstmal alle Schilder nochmal sauber gemacht. Hier oben haben wir Erdbeeren eingepflanzt. Die kommen jetzt hier auch schon ganz gut. So sieht das aus. Haben das Schild nochmal frisch gemacht. Ja, und im Hofladen ist es aktuell ein bisschen leerer. Es wird jetzt über die nächsten Wochen wieder ein bisschen voller. Oh, unsere Eier sind schon ausverkauft. Sehr gut. Genau, hier sind noch so ein paar Kleinigkeiten drin. Und so sieht das hier aktuell im Hofladen aus. So.
dann nehme ich euch jetzt nochmal mit. Einmal zu dem Bodentunnel und zum Wald. Und dann würde ich vorschlagen, setze ich mich nochmal hin und kann nochmal genau auf eure Fragen eingehen. Mir noch ein bisschen Zeit nehmen, solange mein Handy noch Akku hat. Ich hoffe noch ein bisschen länger. Oh, das ist toll. Da oben seht ihr gerade einen Storch fliegen. Ich hoffe, ihr habt gesehen, hier fliegen nämlich schon die Störche und bauen ihre Nester. Und es ist echt schön, draußen zu sein gerade. Ja, so. Ich nehme euch jetzt einmal noch mal mit. Hier ist die Feuerstelle. Und hier sind viel Holz, was wir jetzt schon geholt haben. Das verarbeiten wir jetzt gerade zu noch mehr Holz für unsere Öfen. Hier sind gerade das Windrad. Das läuft aktuell. Also ganz gut. Und hier ist dann der Bodentunnel. So sieht das einmal aus. Mit dem frisch angelegten Weg einmal rüber. Und hier ist der Garten. Oh, bei euch sind die Störche auch fleißig am Bauen. Sehr gut. Sehr schön. So, ich nehme euch einmal noch mal mit in den Wald. Da seht ihr hinten auch schon unseren Wall, den wir gerade bauen. Das ist so eine Art Benjeshecke. Das ist einfach wichtig, weil der Wind hier schon super stark ist. Und einfach um unser Gemüse zu schützen, kleiner Windbrecher hier zu haben, seht ihr hier schon mal. Und das ist hier aktuell die Aussicht. Kriegt ihr auch noch mal schön ein bisschen Natur mit. Nicht schlecht, Heidi, bei dir wächst auch schon richtig viel. Ja, und die letzte Station, bevor ich mich noch mal mit euch kurz hinsetze, ist hier im Wald. Wir haben nämlich letztes Jahr eine Pflanze eingebaut. Die ist ganz besonders. Die zeige ich euch jetzt. Vielleicht sieht der eine oder andere sie schon. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich da hier gerade euch zeige. Ja. Bei uns gibt es auch Pflaumen, ja? Pflaumenbäume. Hier wächst schon überall Bärlauch. Sehr richtig. Sehr gut aufgepasst. Genau, hier haben wir überall Bärlauch eingepflanzt. Bei Bärlauch ist es ja immer so, manchmal mag er den neuen Standort nicht so und kommt dann nicht wieder. Aber wir hatten richtig Glück und hier kommt ganz viel Bärlauch neu. Kann man ja immer dran riechen. Einmal ein bisschen reiben, dann weiß man, okay, es riecht so ein bisschen knoblauchartig. Dann weiß man auch, okay, das ist Bärlauch. Und das ist natürlich toll, wenn er hier anwächst. Das freut uns sehr. Genau, nicht mit Maiglöckchen verwechseln. Das wollen wir nicht. Ja, ich setze mich jetzt noch mal kurz mit euch hin. Einmal in die Sonne. Gehe noch mal auf eure Fragen drauf ein. Und dann schauen wir mal, wie lange der Akku hält. Ich hoffe noch lange, aber ich sehe hier schon 20%. Ist nicht mehr so viel. Ah, moin Florian. Freut mich sehr, dass du mit dabei bist. David war auch schon vorhin drin. Der ist gerade mitten am Schleifen meinem Pferdeanhänger. Und ja, ich setze mich jetzt nochmal mit euch hin. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne schon mal rein. Und dann werde ich da gleich mal drauf eingehen. So. Einmal kurz euch nochmal einklinken ins Stativ. So. Und jetzt schaue ich mir nochmal an. Mo, dein Bärlauch ist gerade mal 3 cm groß. Hui. Wahnsinn. Verrückt, dass das hier schneller ist. Weiter ist. Normalerweise ist das hier oben in Schleswig-Holstein, es ist immer alles langsamer als im Süden. Florian, also Rigotti, bei dir ist bestimmt alles schon richtig weit. Also, wie gehen unsere Bautätigkeiten weiter? Gute Frage. Wir sind gerade mittendran, eben den Hühnerstall erstmal fertig zu machen. Und dann werden wir den alten Stall bei uns im Gebäude, da sind wir dran, weiterzumachen. Und ja, das ist da aktuell der Stand. Was machen wir aus dem Bärlauch? Wir machen auf jeden Fall Bärlauchpesto. Heidi hat das auch schon gesagt, sehr gut.
Und wir haben auch Bärlauchsalz schon draus gemacht und die einfach zu Nudeln dazu gegessen. Das war sehr lecker. Ja, das machen wir meistens aus Bärlauch. Ja, im Alpenvorland. Und wie ist es im Alpenvorland? Seid ihr da nicht meistens schon ein bisschen Stück voraus? Also ich habe das Gefühl, im Süden seid ihr mal viel weiter mit der ganzen Anzucht als wir hier oben in Schleswig-Holstein. Hier hat es geschneit. Oh wow, Gabi. Wahnsinn. Wollen wir einen Grundofen bauen? Aktuell müssen wir eher aufpassen, dass wir uns nicht zu viele Projekte gleichzeitig an den Hals hängen. Da müssen wir immer so ein bisschen drauf achten. Wir haben ja auch noch Jobs und Hofgemeinschaft und Tiere und Pflanzen. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen die Balance hinkriegen zwischen dem allen. Und genau, werden das Stück für Stück angehen. Alles ist etwas langsamer bei euch, Florian. Wow. Ja, genau. Am Bodensee sind die richtig weit. Die haben super Klima am Bodensee. Vielleicht kommt ja von euch auch jemand aus dem Bodensee. Sehr spannend. Ach, siehst du, da ist schon Anita. Die hat schon vor 2 Wochen den Bärlauchvorrat getrocknet. Gut. Ah, Manfred ist in Oberrheingraben. Wow. Ja, Wahnsinn. Ja, manchmal denke ich immer, wir sind viel zu spät dran, aber der Rest hier in Schleswig-Holstein, die sind auch gerade erst dabei, Kohlrabi und Kohl zu züchten. Also das läuft. Ahoi und Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Sehr gut. Ich schaue auch gerade nochmal, ob ihr noch mehr geschrieben habt. Ihr macht Bärlauch-Kimchi, das ist auch eine tolle Idee. Wahnsinn. Ich habe heute Morgen auch schon Kimchi gegessen. Das war aber aus Rote Beete. Es war sehr lecker. Ganz schön viele aus Nordrhein-Westfalen. Wann ist David mit dem Studium durch? David ist, wenn alles gut läuft, ist Ende des Jahres mit dem Studium durch und fängt dann auch an zu arbeiten. Und darauf freue ich mich auch. Ja. Ja. Was kann ich euch noch erzählen? Wir werden auf jeden Fall demnächst nochmal Urlaub machen und werden da wahrscheinlich auch nochmal nach Schweden hochfahren und Davids Familie besuchen. Das steht auf jeden Fall demnächst an. Und gibt's was Neues beim Amboss? Ja, David hat den aufgestellt. Wir haben ihn schon ein paar Mal genutzt, aber wir haben sonst noch keine Schmiede dazu, Florian. Also, wenn du uns besuchen kommst, bis dahin sollten wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Wir freuen uns übrigens schon sehr auf deinen Besuch. Ja, in Flensburg ist es sehr kalt, das glaube ich. Grüße nach Berlin an Troschersbeet. 5 Grad, wow, super kalt. Wir haben noch keine Frühkartoffeln gepflanzt, aber tatsächlich ist heute die Pflanzkartoffellieferung angekommen. Und wir werden dieses Jahr wahrscheinlich auch Bamberger Hörnle mal ausprobieren. Genau, und sind sehr gespannt, wie das klappt. Ja, oh, sehr schön. Volker, deine Tochter ist auch am Ende des Jahres auch mit dem Studium fertig. Sehr gut. Ja, das ist doch gut. Was studiert die? Grüße nach Friesland. Oh ja, Schnee und Hagel hatten wir heute auch schon. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ich unseren Livestream heute draußen machen kann. Oh, wow, Göttingen ist auch nicht so supi Wetter. Heiei. Nicht gut. Sind die Stühle und der Tisch da neu? Die sind über eBay, haben wir die geholt, dass wir auch draußen öfter mal sitzen und ja, uns vor allem einfach mal hinsetzen. Das kommt manchmal auf so einem Hof ein bisschen zu kurz. Da läuft man irgendwie immer rum und sieht immer 50 unterschiedliche Sachen. Und da ist es halt auch wichtig, so ein bisschen Entspannungsecken zu haben, wo man sich runter hinsetzt und mal ein bisschen runterkommt. Ah, BWL, nicht schlecht. Sehr gut. Ja, ansonsten ist hier sehr viel los. Kommen immer mal wieder Leute vorbei und ja, die Anzucht geht weiter. Wir sind aktuell zu 5 auf dem Hof und haben dann immer mal wieder Rufer da, sodass wir eigentlich immer so zwischen 7 und 8 Leute sind auf dem Hof. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Größe, haben wir gemerkt. Wir machen ab und zu Musik, ja, David spielt Gitarre und ab und zu singen wir. Aber das
passiert sehr wenig. Kann man bei uns auch zelten? Ja, kannst uns gerne mal eine E-Mail schicken und dann können wir das bestimmt irgendwie klären. Oh, das freut uns, Katja. Liebe Grüße zurück und auch liebe Grüße nach Leipzig. Das freut uns sehr. Wow, bei euch ist auch Regen. Ja, heute ist es wirklich ganz schön regnerisch und durchwachsen. Ja, was ich sonst noch erzählen kann, wir werden im Sommer auch noch ein Hoffest machen und können da vielleicht auch noch mal Bescheid geben. Und ja, ansonsten ist morgen bei uns wieder unser Hoftag dran. Wir machen immer einmal im Monat unseren Hofgemeinschaftstag. Da werkeln wir im Garten und widmen uns vor allem Projekten, wo wir wissen, da brauchen wir viele Hände. Und genau, abends gibt es ein Lagerfeuer. Darauf freue ich mich auch schon. Ja, ich habe jetzt gerade gesehen, 10% Akku noch, also nicht mehr so viel. Wenn ihr noch Fragen habt, sagt gerne Bescheid. Ich würde jetzt noch mal so 5 Minuten so lange wie möglich drin bleiben, bevor der Akku leer geht. Fahren wir auch Ski. Also wir sind ganz lange nicht mehr Ski gefahren. Vielleicht machen wir das in Schweden, wenn wir die Familie besuchen gehen. Werden wir einmal vielleicht nach Nordschweden hochfahren. Und ja, vielleicht haben wir auch Glück und sehen ein paar Nordlichter. Das wäre ziemlich cool. Sind die Angebote in unserem Hofladen gut angenommen worden? Ja, also gerade die Eier sind sehr, sehr häufig weg. Wir sind aber auch sehr transparent, wie wir unsere Hühner hier halten. Die sind immer draußen. Und ja, deswegen glaube ich, finden das die Nachbarn auch dann ganz gut. Sie wissen ganz genau, wo ihre Eier herkommen und sind immer frisch. Darauf achten wir. Gabi, was ist aus der Bewerbung zum Desert Warrior geworden? Gute Frage. Bei uns ist es so, der Desert Warrior wurde gerade auf Eis gelegt von dem Otto Bulletproof. Und zwar haben die irgendwie, ist den Sponsoring-Partner ist abgesprungen. Und ich war aber auch gar nicht drin. Also ihr habt zwar richtig gut für mich abgestimmt, aber die hatten zwei andere Frauen ausgesucht. Eine, die ist bei der Bundeswehr. Und genau, die zweite weiß ich gar nicht mehr. Und es ist aber auch, glaube ich, ganz gut, dass das nicht geklappt hat, weil wenn ich sehe, wie viel hier zu tun ist, wüsste ich gar nicht, wie ich beides wuppen soll. Wie viel kosten die Eier bei uns? Also wir haben 6er-Paket, kostet, glaube ich, 3,50 Euro bei uns. Genau. Ich hoffe, das ist ein ganz okayer Preis. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Hühner zu impfen ist Pflicht. Ja, so ist das. Danke. Ja, gibt es eure Livestreams regelmäßig? Ich habe diesen nur durch Zufall entdeckt. Wäre sehr schade, das zu verpassen. Ja, wir würden gerne in Zukunft öfter auch Livestreams machen. Der letzte Livestream, habt ihr vielleicht gesehen, ist auch schon echt viele Monate her und ist auch ganz gut, mal zwischendrin alle abzuholen. Haben wir schon alle Vorräte aufgebraucht? Wir haben noch ein bisschen Tobinambur-Vorräte, noch ein bisschen Kartoffeln, aber nicht mehr viel. Und noch ein paar Äpfel. Ich hatte vorhin meinen Akku auch extra aufgeladen. Ja, ich hatte auch noch mal extra mein Handy aufgeladen, aber es ist kalt draußen. Und ja, iPhones kennt ihr ja. Die schaffen es manchmal nicht so lange. Seid ihr gegen FSME geimpft? Gegen Zecken? Ja, sind wir geimpft. Da, hier gibt es tatsächlich auch ein paar Zecken. Letzten Sommer sind wir langgelaufen, da waren wir voll mit Zecken. Und die Hühner hatten auch ein paar Zecken. Die habe ich den rausgemacht. Sehr gut, Nora. Ja, ein bisschen Bärlauch ausgraben ist doch nicht schlecht. Wow, moin nach Mexiko. Welch Ehre. Das freut uns sehr, dass du mit dabei bist. Ja. Rigotti, vielleicht kannst du ja noch mal schreiben. Hattet ihr auch schon mal so einen Legedarmvorfall bei euren Hühnern? Oder und wie seid ihr damit umgegangen? Ich kenne auch Menschen, die dann einfach gesagt haben, gut, bevor ich jetzt damit zum Tierarzt einmal laufe, war es das erstmal mit dem Huhn. Kommt dann in den Topf, weil natürlich so die Kosten vom Tierarzt, das waren jetzt 180 Euro und das ist natürlich schon teuer. Schon Pläne dieses Jahr für euren Baumabschnitt? Also unsere Bäume haben wir schon geschnitten, also einmal die Kirschen und alle anderen Obstbäume, die sind bereits geschnitten. Und auch unsere Beerensträucher, die haben wir auch schon geschnitten und haben auch schon ein paar kleine
Beerensträucher versucht anzupflanzen. Rigotti schreibt gerade zum Glück noch nicht. Okay, sehr gut. Ich drücke weiterhin die Daumen, dass das nicht passiert. Aber ihr habt ja auch keine Hybridhühner bei euch, sondern ihr habt ja auch normale Rassehühner. Ich habe auch gehört, da passiert das tatsächlich nicht so oft. Nicole, du hattest das auch noch nicht. Sehr gut. Drück weiterhin die Daumen, dass es nicht passiert, weil das war echt ganz schön stressig so. Bärlauchbrot. Ja, das ist auch eine gute Idee. Quittenbrot habe ich auch schon gehört. Das soll auch sehr lecker sein. Das wollen wir dieses Jahr mal ausprobieren. Aber Bärlauchbrot könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja. Wow. Gefühlt werden wir gerade immer mehr. 120 Leute schon. Wahnsinn. Aber wenn es regnet, da wäre ich jetzt auch drin. So ist es. Was halte ich von der ostfriesischen Möwe? Ja, das ist eine Huhnart, die hier oben bei uns im Norden auch, auch öfter mal genutzt wird. Ich finde die eigentlich ganz schön. Wir finden aber auch eigentlich ganz cool, wenn man so ältere Hühnerrassen unterstützt, welche die kurz vorm Aussterben stehen. Das ist zum Beispiel das Hamburger Huhn oder auch es gibt das Augsburger Huhn. Das sind Hühnerrassen, die eben früher oft genutzt wurden und die jetzt kurz vorm Aussterben sind. Und das finden wir eigentlich auch ganz gut, das zu unterstützen. Vielleicht wird das auch in die Richtung gehen mit unseren neuen Hühnern. Genau, die Zugvögel bringen die Vogelgrippe mit, richtig. Also wenn hier Vogelgrippe ausbricht, dann heißt das für uns überall Netz drüber. Die Vögel dürfen ja nicht in Kontakt kommen mit unseren Hühnern. Und wir haben auch noch einen großen Holzschuppen, da können die auch gut rein, sodass da keine Berührung entsteht. Bärlauchbutter. Wow, ihr habt sehr kreative Ideen. Finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht machen wir auch noch Bärlauchbutter. Ja, die Augsburger Hühner sind sehr hübsch, finde ich auch. Die sind ganz schwarz, haben einen ganz roten Kamm. Und wie gesagt, da gibt es nur noch ganz wenig davon. Ja, genau. Nicole sagt es auch schon, mit der Hühnergrippe ist schwierig. Genau. Wichtig ist halt, dass man, sobald es einen Vogelgrippe-Vorfall gibt, dass man sie dann eben reinnimmt, dass sie nicht frei rumlaufen mehr, sondern eben geschützt sind und unterm Netz. Dürfte man uns mit Bulli über Nacht besuchen, so wie bei Landvergnügen? Ja, das könnt ihr gerne machen, Sibylle. Ihr könnt gerne mal schreiben. Wir sind bei Landvergnügen, Roadsurfer und auch neu dieses Jahr auch bei Camperland. Und darüber könnt ihr uns gerne besuchen kommen für ein, zwei Nächte. Bärlauch einfrieren, ja, das steht auch noch an, dass wir übers Jahr ein bisschen Bärlauchvorrat haben. Aber zu viel darf man davon ja auch nicht nehmen. Nicht, dass der da nicht wiederkommt, ne? Ja. Ansonsten haben wir dieses Jahr auch noch ein paar Obstbäume bestellt und sind da auch ganz gespannt drauf, ob die hier anwachsen. Auch ein paar Feigen, die hier oben im Norden auch wohl klarkommen sollen. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das wird. Aber Obstbäume sind schon was Tolles. Man muss sie nur ein paar Mal schneiden und dann ernten und dann hat man schon genügend Obst. Haben wir schon genügend Einmachgläser? Gute Frage. Haben wir tatsächlich noch nicht. Wir haben jetzt zwar schon einen kleinen Vorrat angelegt, aber dieses Jahr werden wir auch mehr einmachen. Haben wir gelernt aus unserem ersten Selbstversorgerjahr, dass das noch nicht genug war. Und daher haben wir noch nicht genügend Einmachgläser. Müssen wir noch besorgen. Wow, an der Ostsee darf man auch keine Hühner halten wegen Vogelgrippe. Wusste ich noch gar nicht, Volker. Verrückt. Was machen wir mit dem Topinambur? Wir haben das eigentlich nur angebraten. Gestern gab es auch wieder Topinambur. So ist das, wenn man seine Vorräte noch hat, muss man natürlich dann auch nutzen. Und wir nutzen das eigentlich wie Bratkartoffeln und essen da aber Topinambur mit oder machen Eintöpfe mit. Und ja, das ist ganz lecker. Habt ihr ein offizielles Spendenkonto? Ja, zum Thema Spenden wollte ich auch noch mal was sagen. Vielen Dank schon mal an alle, die irgendwie an uns gespendet haben. Wir haben bei uns bei YouTube einen PayPal-Account hinterlegt. Da könnt ihr gerne was spenden. Das freut uns natürlich mega. Und ja, ich wollte noch mal ein riesen Dankeschön sagen an alle, die gespendet haben. Wir investieren das eigentlich immer direkt gleich wieder rein in den Hof, holen uns Saatgut oder haben hier die Pfannen für das Haus, fürs Dach
gepflegt. Deswegen vielen Dank auch an alle. Unser Spendenkonto ist, wie gesagt, oben in der Beschreibung drin, findet ihr unter den Links. Wie sieht es mit Melonen aus? Ja, sehr gut, Klaus. Wir haben auch Honigmelonen schon. Die sind gerade fleißig am Keimen und wir hoffen, dass es dieses Jahr klappt. Letztes Jahr haben die Wühlmäuse unsere Honigmelonen gleich weggesnackt. Es war ein bisschen traurig, gerade wenn man die von Saat auf großgezogen hat, sie rauspflanzt und dann am nächsten Tag sind sie weg. Aber so ist das nun mal. Die Natur möchte auch was essen. Ja, genau. Topinambur schmeckt lecker im Kartoffelbrei und in Suppe. Ja, haben wir auch die Erfahrung gemacht, Katja. Welche Einmachgläser verwendet ihr? Ich habe einmal die alten Einmachgläser von meiner Oma. Ich weiß gar nicht, welche Marke das ist. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt so eine große Marke haben. Aber die Weg-Einmachgläser sind auch sehr gut. Ich weiß auch, dass der Florian Ricotti die auf jeden Fall benutzt. Und ich glaube, wir würden uns davon auch noch welche holen. Haben wir eine Zisterne oder andere?